So, ohne große Worte starten wir jetzt hier direkt in die Kräutersuche bei Let's Play Alex. Jetzt habe ich doch eine Anmoderation gemacht. Na gut. Ich hoffe, da ist ja wieder so ein fettes Viech. Ich hoffe, dass wir nicht allzu oft sterben. Das heißt, sobald ich auf der Insel bin, da drüben, werde ich speichern. Denn da sind diese ganzen Kräuter. Ich habe vorhin heimlich in der Aufnahmepause noch kurz auf die Map geguckt. Ich kann die Map jetzt nicht aufrufen, aber da habe ich Folgendes gesehen. Bam! Alle Kräuter hier. Zwei hier auf dem Haufen, zwei da, einer noch an der Brücke drüben. So, speichern. Und hoffen, dass wir nicht sofort dauernd sterben. Lalala. Bin dann mal weg. Oh. Jetzt haben wir sowieso schon Viecher an der Backe. Können wir auch, oh fuck. Ha! Ausgetrickst. Oh, aber ich habe eine Pflanze vergessen. Irgendwo hier ist noch eine Pflanze, das ist ja... Da. So. Er ist immer noch in der Nähe. Muss ich zusehen, dass er mich mit seinem Angriff, mit seinem Fernkampfangriff nicht hittet. Denn zu Fuß ist er eindeutig zu langsam, um mir was zu tun. Und eine letzte noch auf dieser Seite und die andere ist auf der anderen Flussseite. Okay, den Dämonen bin ich wieder losgeworden. Dann speichere ich hier nochmal und haue jetzt den Frosch zu Brei. Warum? Ha. Autsch. Ja, okay. Irgendwas läuft hier noch nicht richtig. Aber das kriegen wir hin. Sonst müsste ich erst die Waffe und springt dann runter. Ja. Au! Warum erwischt er mich? Du Ass! Na komm! Sind beide. Oh, verdammt. Doch nicht beide zu blöd zum Treffen. So, dem habe ich es gezeigt und mir habe ich wehgetan dabei. Und die letzte Heilwurzel. Ja, dafür habe ich schon Erfahrung gekriegt. Das ist ja gut. Jetzt darf ich noch entscheiden, wem ich die gebe, aber das ist unabhängig vom Quest selbst. Das ist ja gut. Ich speichere mal. Oben rechts das Viech im Auge behalten. Aber hier ist nicht mehr viel. Sonst, dann gehen wir jetzt. Toll. Ich
Profi-Kletterer. Eindeutig. Und was auch wieder super ist, ich habe mir keinen Wecker gestellt. Ich weiß nicht, wie meine Folge jetzt schon läuft und wie lange es noch laufen soll und Sachen. Was war das? Achso, klettern. Wie immer, klettern. Hm. Feuerkraut. Oh, hei, hei, hei. Da gibt es dann eine erste Etage. Nee. Ich glaube nicht. Sieht nur so aus, als wenn man da oben rein könnte, oder? Nein, man kann da oben irgendwo hin. Wenn man da hin kann, dann gehe ich da auch hin. Verdammt. Okay. Ich habe mich umentschieden. Ich gehe da doch nicht hin. Aber da will ich rein. Was ist das? Haben wir das schon mal gesehen? Und ich laufe, was das Zeug hält. Oh. Tja, das hätte ins Auge gehen können. So. Nehmen wir doch hier noch mal ein paar Sachen. Ein bisschen Kram, Trockenfleisch. Und die Treppe nach unten. Das ist ja auch cool. Kurz gucken. Sieht relativ safe aus. Wahnsinn. Ich gehe wieder hoch, weil ich nicht mit den Monstern in Kontakt treten möchte. Und dann überlege ich, wie ich jetzt wieder zurück zu den Berserkern komme, denn ich habe gerade gar keine Ahnung mehr. Da lang? Ja, da lang. Hm. Oder ich gucke jetzt erst nochmal, ob ich nicht hier vielleicht noch einen zweiten Quest habe. Setzling im Wald. Verbotenes Tal. Gucken wir doch mal, wo das ist. Das ist eine ganz andere Richtung. Die Heilwurzeln. Elex für den Mana-Schrein. Das war... Ach ja, genau. Krall und Grima. Elex Nachschub. Ich soll Maschinenteile holen. Die kann ich mit Y nochmal markieren. Das ist auch wieder ganz woanders. Das ist gar nicht so weit weg. Das könnte man eigentlich nochmal machen. Ist natürlich doof, dass hier kein Teleporter in der Nähe ist. Weil in der Festung hier gibt es bestimmt irgendwo einen. Wenn ich den so angucke, hier das Ding. Also, erforschen wir das Ding hier zu Ende und gehen danach Maschinenteile suchen. Weiß nicht, habe ich nur das Gefühl, dass das hier ein bisschen ungerade ist, ein bisschen schief. Ich glaube, den Architekten müssten wir mal wechseln. Oh. Schon wieder so viel Kram, den ich eigentlich gar nicht machen wollte. Nur weil ich gerade schon mal da bin. Ein Krug, ein Wein, ein Schwefelbrocken und ein Klettern. Oh nein, 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 ich will nicht wieder weg. Fuck, 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 fuck. Uah.
Dieses mit dem Gift ist ja echt widerlich. Und nochmal einen Trank rein tun. Mann. Was machen die hier bloß mit mir? Dumm. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und so. Ach so, ich bin doch auch bekloppt. Ich wollte doch mich jetzt hierher teleportieren. Den Marker mache ich mal weg. Hier ist noch von vor ein paar Folgen. Da geht's hin. Zurück an den Anfang. Und dann in die Richtung. Ich nehme hier mal die asphaltierte Straße und hoffe, dass das halbwegs in die richtige Richtung geht. Oh, so ein bisschen. Gucken wir kurz auf die Karte. Ja, eher weniger in die richtige Richtung. Na gut, gehen wir die Straße lang und dann rechts. Auf der Straße verläuft man sich wenigstens nicht. Und man kann immer mal runter gucken, was es denn so im Fluss gibt. So, alles cool. Ist das hier die Stelle, wo ich von der Straße runter muss? Jawohl, nach rechts ein Stück zurück und dann nach rechts rein. Hier, dieser Weg ist unser Weg. Was bist du? Bitte tu mir nichts zu doll. Oh. Lass mich zufrieden. Bitte. Geil. Also bis auf den ersten Treffer, den ich abbekommen habe, hätte es kaum besser laufen können. Dahin muss ich, glaube ich, zuerst mit dem Typen reden. Lalalalala. Oh, Wiesenkraut. Lalalalalala. Ich wollte gerade sagen, scheiße, da muss ich irgendwie weg, aber ich habe nichts Gutes gesehen, wie ich wegkomme. Aber. Stirb, blödes Viech. Dass der auch diesen X, also der Modus, dass er auf den fokussiert. Das kann man nicht einfach ausschalten. Das ist total bekloppt. Also, man muss es im Nebenkampf wieder einzeln ausschalten. Tut mir ja leid, aber ich werde erst die Container hier durchsuchen. Geil. Container und man kann nichts davon bekommen, weil die alle zu sind. Oh nein, 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 wo ist jetzt der Typ? Da ist der Typ. Sei bitte vorsichtig damit, okay? Alter, was? Willst du mir nicht mal helfen? Typ, ey. Hallo. Warum greift
der, oh Mann, schon wieder keine Ausdauer gehabt. Kriegt die Krise. Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? Ach, und er verteidigt sich nicht mal selber. Ist. Oh, okay, aber die Speicherpunkt ist zumindest ganz gut. Jetzt weiß ich zumindest, dass er mir nicht beistehen wird. Und er wird mir auch nichts tun, das ist auch gut zu wissen. Na, das war's dann wohl. Jetzt schickt man mir schon Kopfgeldjäger auf den Hals. Kopfgeldjäger? Natürlich. Ich kenne Visagen wie deine doch zur Genüge. Aha. Oder willst du mir etwa erzählen, du bist rein zufällig hier? Langsam. Erklär mir erst einmal, was Sache ist. Ich habe versagt. Mehr gibt es nicht zu erklären. Vergiss einfach, dass wir uns begegnet sind. Ich stecke eh schon zu tief drin. Warum hast du dich ausgerechnet hier verkrochen? Seit die Alps ihre Stellung aufgegeben haben, kannst du hier fette Beute machen. Zumindest in der Theorie. Praktisch gesehen ist dieser Ort eine Todesfalle. Noch immer lauert die Gefahr an jeder Ecke. Und wenn es ganz dick kommt, hast du noch ein paar Mutanten im Nacken, die dir die Haut vom Leib reißen. Ganz zu schweigen von der giftigen Brühe, die dir alles hochkommen lässt. Klingt ja super. Deine Bewaffnung lässt zu wünschen übrig. Ich hatte gehofft, es würde dir nicht auffallen. Aber der Prügel, den ich für gewöhnlich mit mir führe, ist mir aus der Hand geglitten. Mitten in eine Grube hinein. Der Prügel? Wäre ich hinabgestiegen, hätten sie mir den Weg abgeschnitten. Du könntest nicht zufällig... Warum sollte ich mich der Gefahr aussetzen? Weil du den Eindruck machst, als hättest du mehr Kampferfahrung als ich. Ich würde bei dem Versuch draufgehen, so viel ist sicher. Ich muss sie einfach wieder haben. Na gut, machen wir mal. Ich treibe deine Waffe wieder auf. Du wirst sie in der Vertiefung beim Konverter finden. Sei mit aber was? Vorsichtig und pass auf deinen Rücken auf. Oh Mann, ich muss echt... Werde ich. Gut, ich warte so lange hier. Ich bin auf der Suche nach Maschinenteilen. Maschinenteile? Moment, dann ist ja doch nicht alles verloren. Langsam. Jora hat dich mit keiner Silbe erwähnt. Hat er nicht? Aber dabei bin ich doch beauftragt worden, am Konverter Maschinenteile zu suchen. Warum wurde ich dann geschickt? Du bist wohl noch nicht lange unter den Berserkern. Wärst du es, wüsstest du, warum er dich geschickt hat. Pass auf. Die Berserker versorgen dich mit allem, was du brauchst. Klamotten, damit du nicht erfrierst. Stahl, damit du überlebst. Und das Gesetz, damit du funktionierst. Und was ist das Problem dabei? Ganz einfach. Fällst du aus dem Rahmen, war es das mit dem Zusammenhalt. Du wirst verbannt oder hingerichtet. Und beides möchte ich mir gerne ersparen. Denn was in den Wäldern vorgeht, ist mir unheimlich. Das erklärt aber nicht, warum wir jetzt zu zweit da sind. Die Maschinenteile, hast du welche? Ach, vergiss doch für einen Moment diesen Mist. Ja, ich habe ein paar finden können und nein, ich bin außerstande, weitere zu finden. Sie sind der Grund, warum ich nicht zurück nach Goliath kann. Außer, du hilfst mir dabei, die restlichen zu finden. Das könnte mich vor der Verbannung retten. Man wird darüber hinwegsehen, dass ich so lange gebraucht habe. Okay, wir sagen einfach, wir scheißen jetzt mal auf die Berserker und schließen uns den anderen Lagern an. Dann machen wir wenn jetzt die ganzen Quests. Wenn ich das für dich tue, will ich, dass es sich lohnt. Fürs Geld und das fürs Level. Nicht verbannt zu werden, lasse ich mich was kosten. Als Toter könnte ich meine Splitter sowieso nicht ausgeben. Das ist ein Argument, ja. Hast du noch was zu sagen? Lass uns noch einmal über die Maschinenteile reden. Warum hast du deinen Auftrag nicht zu Ende gebracht? Bei dir klingt es so, als wäre das das Alltäglichste von der Welt, das Zeug zu beschaffen. Diese Konverter sind tödliche Maschinen. Und für mich macht es dabei keinen Unterschied, ob einer stillgelegt ist oder nicht. Ich habe das schon ist so weit aber der entscheidende dort Punkt. Umgesehen, aber wurde immer wieder an der Suche gehindert. Und wo ich weiteres Material finde, weiß ich auch nicht.
Selbst wenn man mich mit der Nase darauf stoßen würde. Wieso nicht? Weil ich kein Outlaw oder Kleriker bin. Mir ist Technik völlig fremd. Es grenzt eher an ein Wunder, dass ich überhaupt etwas finden konnte. Ist ein Argument. Aha, hier bin ich jetzt also gelandet. Ja, schön. Weißt du, hier draußen hängt irgend so ein Viech rum. Das tötet mich einfach instant. Und ich soll da reingehen, wo dann noch gefährlichere Viecher sind, oder was? Komm ich da überhaupt rein? Gibt's da einen Eingang? Na gut, nehmen wir den direkten Weg. Warum? Einfach, wenn es auch schwierig geht. Dahin muss ich. Okay. Grobe Richtung ist ja schon mal hier gar nicht verkehrt. Oh, schon wieder diese Radioaktivitätskacke oder was auch immer das ist. Hier ist auch auf Dach nichts zu finden. Okay. Ah, guck mal, da wäre das Tor gewesen. Und da ist ein Gegner. Ich muss speichern. Oh, drei auf einmal. Nicht die einzeln locken, vielleicht irgendwie. Oh Mann! Oh, dann lassen wir das halt. Der war ein harter Gegner. Aber mit Pfeil und Bogen ging's. Ihr seid so gut zu mir. Oh. Aua! Ja, das waren mir zu viele Viecher. Und ich habe gelernt, ich lasse die tatsächlich besser in Ruhe. Und nehme dafür hier den direkteren Weg nach oben. Tja, so ein Jetpack ist schon eine praktische Einrichtung. Oh nö! Das kann doch nicht sein. Kinnears. Okay. Und auf ein neues. Mir scheint, ich brauche einen richtigen Eingang zu diesem Gebäude. Das scheint hier nicht so der richtige Weg zu sein. Das ist ja ärgerlich. Ich fand den so schön einfach. Oh, 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 oh. Kann man hier vielleicht auf der Map sehen, wo das Ding seinen Eingang hat? Wahrscheinlich hier so. Weiß es nicht. Nein!
Nein, nein, nein. Oh. Was? Oh. Ah, der lebt ja! Ich dachte, der kam. Das ist, ah. Ich dachte, das wäre ein geiler Anzug oder sowas. Kontakt. Klar, lasst mich einfach. Ja. Ja, geil. Ich bin hier völlig verkehrt. Lasst mich. Da ist auch noch so ein fetter Roboter. Alter. Wer hatte denn die Idee, dass ich hier aufgehoben bin eigentlich? Ich will hier gar nicht wieder runter. Ich such den Eingang. Kein Eingang. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Okay, ich glaube aber in der Richtung weiter müsste der Eingang gleich kommen. So rein von der Vermutung. Oh Mann, oh. Ja, das könnte die Stille sein hier. Da ist auch der Eingang. So. Endlich mal wieder was getötet. Überlebt. Ich will nicht zu den Jungs da unten hin. Mal eben speichern und dann gucke ich, ob ich hier an mich an der. Nein, man kann nicht dran vorbeischleichen und in die Tür reingehen. Ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier rein. Oh, klasse. Hier wird es ja gleich schon viel besser. Ach, hier ist schon alles tot. Das ist ja auch wieder gut. Eine Machtwelle. Oh, na gut. Wie können die mich denn noch beschießen? Und ich kann. Bin ich jetzt tot? Nö. Nur fast. Oh, noch ein Trank. Das ist doch hier sowieso. Oh Mann. Oh ja, klar. Kommt gleich das nächste wieder. Drei Jahre vor der Exekution. Nice, das ist ja cool. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt länger überleben, aber geile Videosequenz, bestimmt. Story. Warum stehen zwei Leute genau an der Stelle? Gratulation, für einen Effekt. Die Kampfkolosse abwarten zu lassen und sie erst in den letzten Zügen der Schlacht einzusetzen, hat dem Feind das Genick gebrochen. Ein strategisch perfekt gelungener Feldzug.
Wir müssen trotzdem weiter wachsam bleiben. Noch einmal. Was hat er denn da für einen seltsamen Hammer? Der Sieg ist jedenfalls ganz allein dein Verdienst. Sehr zum Unwillen der anderen Commander und der Elexitoren, würde ich vermuten. Meinst du? Wie kommst du darauf? Stärke, Logik und Effektivität sind unser höchstes Gut und Beitrag zum Erhalt unseres Volkes. Ein aufstrebender junger Offizier hat am Anfang seiner Karriere sehr viele Hürden zu nehmen. Nicht selten gegen seine eigenen Männer. Und du bist unglaublich schnell sehr stark geworden. Also haltet ihr stets den Rücken frei. Mhm. Ich werde das Gefühl das war jetzt nicht los, so. Dass irgendjemand im Eispalast meine Heilung und meine Exekution befreit hat. Ja. Wie soll ich denn hier jemals wieder rauskommen? Ja, aber war krass. Also. Cool, das erlebt zu haben, aber ich glaube, das müssen wir irgendwann anders nochmal machen. Oh, hallo. Das ist ja mal nice. Seht ihr, was ich sehe? Wuhu! Konverter Edan wurde aktiviert. Das heißt, wir können hier auch weg, ohne dass wir irgendwie Streckenverlust machen. Andererseits, ich gucke jetzt erstmal, bevor ich uns teleportiere, was wir denn als nächstes machen. Rachefeldzug ist egal, Hauptmission ist egal, Gefährten ist jetzt nicht so wichtig. Wobei vielleicht Zahn um Zahn, Indizienbeweise. Könnten natürlich einfach mal ein paar Indizienbeweise suchen. Gucken wir mal, wo das ist. Ja, nee, das ist doch genauso tödlich wie alles andere. Das ist diese komische Burg. Ne, kann dir knicken, Alter. Das machen wir vielleicht auch ein andermal. So. Gesetz der Berserker. Das können wir jetzt machen. Haha. Wo wir ja jetzt nicht mehr zu den Berserkern gehören wollen, können wir da jetzt ordentlich Geld erscheffeln und ein bisschen Ressourcen sammeln und so. Wir haben schon wieder 10 Attributpunkte. Könnte man in Konstitution stecken, damit man nicht dauernd stirbt, wa? Oder aufheben. Das Ding ist unglaublich laut da, der Konverter. Okay. Map. Der Quest ist hier, dann gehen wir doch dahin. Los. So. Und los. Laufen. Gelb ist, glaube ich, die Questmarkierung, zu der ich muss. Wollen wir diesem Dorf doch mal seinen maximalen Gewinn entnehmen. Wobei ich sagen muss, ich finde es vom Design her schon richtig cool gemacht. Also es sieht richtig nice aus. Technik. Aber die Laufwege sind echt zum Kotzen. Wie weit man hier immer ewig rennen muss, nur um da oben mal irgendwann anzukommen. Das Schwert ist doch nicht. Doch, das Schwert ist genau da in dem Raum drin. Und da ist aktuell. Wie schleiche ich denn? Hier? Ah, geilo. Oh,
mich erschreckt. Hier hast du nichts verloren. Ja, der Mistkerl klaut hier einfach. Nein! Ich hab nicht. Nee. Oh. Ich muss mir das mit dem Schnellspeichern echt nochmal dringend mehr angewöhnen. Oh, halt! Ende der Folge. Schon viel zu lang und so wieder.